Es kann weitergehen mit Let's Play Death Stranding. Ich bin Sir MC Muffix. Wir sind hier gerade dabei, einen Auftrag anzunehmen, wo wir die Leiche von Mama, die merkwürdigerweise nicht diese Nekrose annimmt und sich ebenfalls in ein GD verwandelt, hier zu Deadman zu bringen. Doch bevor wir das machen, denke ich mal, werden wir noch eine kleine Katze mit ihrer Schwester locken haben. Also gut, Sam. Kümmere dich um sie. Und keine Sorge, sie wird nicht nekrotisch. Morlingen ist speziell. Wäre lustig, wenn unsere Haars letztendlich der Schlüssel zur Rettung für uns alle sind. So, ihr habt die Tante ja schon mal rumgetragen. Mach ich natürlich gerne nochmal. So, cool, ich kann noch nicht den privaten Raum betreten. Das wollte ich jetzt eigentlich noch schnell machen. Schmeiß die runter, komm. Legen wir die hin. Wenn ich die jetzt aber in der GD-Territorium bringe, dann würde es trotzdem einen Zeitsturz geben. Oder wäre nochmal so ganz dumme Frage. Also nicht, dass ich es unbedingt machen will, aber naja. Vielleicht machen wir es einfach mal. Also außer da im Prolog hatten wir noch nie einen Zeitsturm. So, wir ruhen uns noch wieder kurz aus und dann geht's weiter. Ich denke, wird wieder irgendwo in den Bergen sein. Deswegen, Stresslevel von meinem Baby wird ziemlich hoch, weil ich so oft auf die Blonze gefallen bin. Jetzt möchte ich nur noch eine kurze Sache nachschauen, bevor wir weitermachen, und zwar mein Beutel. Ah, Stabilisatoren. Sie senken dein Sturzrisiko. Wenn du versuchst, dein Gleichgewicht wieder zu erlangen, unterstützt dich ihr Haltungskontrollsystem automatisch dabei. Und wenn das deinen Sturz trotzdem nicht verhindert, dämpfen sie den Aufprall für dich und deine Fracht. Jo, super, aber der wird alles überdecken und da sind mir meine Granatentaschen doch ehrlich gesagt ein Stück lieber. Kann ich da noch eine anbringen? Keine, oder? Doch, geht. Aha, geht immer mehr, cool. Tönen die sich irgendwie negativ eigentlich auswirken? Ich bopp sonst so viele, wie es dir geht, drauf. So, okay, Windmühle, wir können jetzt hier... Genau, noch die andere. Hä? Ne, warte mal, Windmühle? Liebesknoten, genau, den haben wir nämlich von der okkulten Tante bekommen. So, bopp mal noch ein paar Granatentaschen drauf, das wollte ich nämlich machen. Und dann geht's wieder weiter. Okay, gut. Machen wir wieder mitgenommen. So, jetzt werden wir noch schnell zwei TCKs mitnehmen. Das ist das... Oh, ich komme mit meinem Bot. Mein Bot hat einen Auftrag. Hat er ihn geschafft? Der hat einen noch nie gescheitert. Der war nur 96, aber immer knapp davor 98. 100. 100, ja, okay. Zählt das noch? Aber bestanden, hey, was beschwere ich mich, jemand? Mein guter Bot.
So. Zur Fotografin. Oh, die blöde Tante. Übrigens, ich würde mal anmerken, hat die sexiesten Beine im ganzen Spiel. Mit Abstand. So, und zwar TCK 2 möchte ich noch herstellen. Wie kann ich eigentlich maximal herstellen? Nur 7 war voll wenig. 2. Und. Geil. Kann ich an die Werkzeughalterung poppen? Was hat er dafür jetzt weggeschmissen? Achso. Oh, ich habe ja da noch in meiner Schulter noch Platz. Ja, das hätte es mir sagen müssen, weil dann nehme ich noch was mit. Ausrüstung herstellen. Ey, oder warte mal, ich müsste ich doch haben, oder? Privater Spind. Was, ich habe ja eh 1 Milliarde Sachen hier. Nicht tödliche Sturmgarten. Ja, die ist fast leer. Klettervorrichtung, Kraftskelett. Ja, am liebsten sind mir echt TCKs eigentlich. Auch wenn ich glaube, mit den ganzen TCKs läuft sie schon gar nicht mal so leicht. In Vorratstasche, da habe ich keinen Platz mehr. Ein Anzug befestigen. Ja, geil, ich wusste gar nicht, dass man so große Sachen auch da befestigen kann. So, Blutbeutel habe ich zwar 1 Million, aber Blutgranaten habe ich hier keine mehr, weil ich hätte jetzt hier nochmal ein bisschen Platz. Aber das langt jetzt schon. Hauptsächlich habe ich ein bisschen TCKs. Ich meine, ich hätte jetzt noch was aus Bike laden können, aber sagen wir uns ganz ernsthaft, ich werde eh wieder in irgendeinem Moment kommen, wo ich dann wieder mein Bike aufgeben muss. Jetzt schauen wir uns nochmal kurz die Route an, die wir gehen. Schau ich an, wie viel Akku mein Bike inzwischen hat. So, wo muss ich denn jetzt genau hin? Liefere Mamas Leiche ab. Wo? Ach da. Das ist ja gar nicht weit weg. Verdammt, da hätte ich doch eigentlich beide Aufträge gleichzeitig ausführen können. Hartmanns Labor. Okay, ja, dann werden wir als erstes. Ja. Also, naja, wohl, das ist schon ganz schön weiter Umgang. Habe ich das eigentlich gebaut? Nö. Ach, das war doch, wo ich mich so aufgeregt habe, weil der so schlecht gesetzt worden ist. Weiß ich jetzt gar nicht mal. So, also. Als erstes gehen wir einfach mal dahin. Keine Ahnung, ob uns das was bringt, aber das ist wurscht. Vielleicht haben wir ja dann irgendwas in der Nähe. Dann. Da ist aber GD-Gebiet. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass da unten GD-Gebiet ist. Da möchte ich nicht rein. Da oben wäre aber auch GD-Gebiet. Ich kenne mich ja nicht aus. Aber okay, da seht ihr, da gibt es keinen Durchgang. Dann werden wir da hingehen. Hier rüber. Dann hier an der Küste ranfahren irgendwie. Außer es ist natürlich GD-Gebiet, dann muss ich mir das nochmal überlegen. Und dann irgendwie zum Labor. Jum! Achso, der ist direkt da hingesetzt. Okay, ich dachte, das wäre irgendwie weiter weg. Habe ich den eigentlich gesetzt? Das wird mich nicht gewundert. Ja, aber ist eigentlich gar nicht so schlimm, weil man könnte sich hier, wenn man jetzt irgendwo oben auf einem Berg was drauf sitzt, könnte man sich da direkt hinwarpen. Also, ist nicht so schlimm. So, weil das Problem ist, wenn wir jetzt einen GD finden, ne? Also, wenn eine GD-Quelle kommt, haben wir natürlich das lustige Ding. Es liegt hier so viel rum. War ich hier unterwegs, hat meine ganzen Sachen verschmissen. Ach, verdammt. Ja, zu der Brücke wollte ich eigentlich. Toll. Ich dachte. Ja, stimmt. Ach, da oben ist ja das Labor, stimmt. So. Übrigens, Mama kann ja hier nichts passieren, die ist doch eh schon tot, also muss ich mich da jetzt nicht so richtig bemühen. Nee, weil das Problem ist ja, wenn sie mit dem GD in Kontakt kommt, sollte sie ja einen Zeitsturz erwecken, deswegen, ihr wisst schon, nicht unbedingt. Nicht unbedingt riskieren. Verdammt, hätte man eigentlich ganz entspannte Lieferung noch zum Arzt bringen können. So blöd. Hätte man das locker machen können. Okay, ja, okay, hier ist kein GD-Gebiet, nur wenn wir nach unten gefahren werden. Da wäre dann sicher wieder GD-Gebiet. So. Liken! Liken! Oh. Was ist denn da?
abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges. Baden? Ja, das weiß ich. Ich höre mein Pipi. Das Verdauungsbad im verborgenen Teil. Dies ist ein kaum bekannte Ecke im Mountain Not City. Versteckte salzige Quelle verdankt ihre Existenz wahrscheinlich den Teergruben Nähe. Wie bei anderen ähnlichen Quellen kann ein längeres Bad die Verdauung anregen. Für Personen, die sich erleichtern und entgiften wollen, ist das die ideale Wahl. Okay, eintauchen und durchatmen. Das langt schon. Bist nicht mit Mama baden? Hätte man vielleicht machen können, als sie noch da war. So. Okay, gut. Und jetzt irgendwie da. So. Okay, das. Über den strömenden Fluss kommt man definitiv nicht, außer wir folgen hier. Ja, okay, da kommen wir ja noch hoch. Dann müssen wir mal schauen. Danke für den schönen Hinweis, dass ich da nicht durchkomme. Macht mich nieder. Nee, aber was ich einfach echt vom Spiel gut finde, als ich meine, die Fahrphysik ist natürlich kacke. Aber, dass wirklich die Bikes auch so sind, dass man auch wirklich hochgehen kann. Ich meine, wenn sie, kein Bike fährt so wie das hier in dem Spiel. Also, du kannst ja hier wirklich alles hochfahren. Schau ich das an. Wenn ich jetzt hier Turbo mache, dann haut es mir aber da vorne runter. Komm schon! Mein hinterer Reifen ist nicht drauf, deswegen schaffe ich es nicht weiter. Aber allein, dass ich schon so hochkomme, Mann, das ist ja eh schon mal das Nonplusultra. Nein! Geh da hoch irgendwie. Okay. Mama! Okay. Kommt die mal angeschwommen? Ich lade neu, liebe Leute. Ich habe keine Ahnung, wie ich da wieder hinkommen soll. Ich hoffe, der letzte Spielstand ist nicht allzu weit weg. Ah, ja, okay, in der Stadt. Das geht aber 6 erste. 8 Minuten weit weg. Ja, kann ich jetzt nicht anders machen, weil... Ganz ernsthaft, die Idee war gut. Die Idee hat leider noch nicht so funktioniert. Ich wollte halt... mit meinem Bike wollte ich halt... Zumindest da noch hoch und dann hätte ich abgesetzt. Aber das ist eh kein guter Weg gewesen. Aber ganz ernsthaft, Ladezeiten in diesem Spiel. So katastrophal. So schlimm, Mann. Sie viel zu lang wieder. Komm, darf ich spielen? Oder? Alle Waffen sind während des Aufenthalts. Alter! Oh, ey. Willkommen. Kackspiel. Ja. Hallo, ich mache automatisch überspringen, weil es mich nicht interessiert. So. Komm. Jetzt ist er auch nicht ausgeruht, gell? Kein bisschen eigentlich nochmal da reingehen, aber das mache ich jetzt nicht. Ist mir jetzt wurscht. So, Ausrüstung muss ich jetzt nochmal herstellen, das tut mir jetzt sehr leid. Blöd. Nein, warte, ich warte noch nicht fertig. Leiter. Und. Was machen wir noch? Fluggranaten will ich eigentlich, aber ich finde sie gerade nicht. So, eine können wir noch herstellen. Gut. So. So, an Werkzeughalterung. Mich mit meinen TCKs, liebe Leute. Wartet. Granatasche. Was habe ich jetzt alles runtergeschmissen? Und eine Leiter hier noch. So. Und jetzt nicht langweilen, jetzt mit vollem Karacho vor.
Komm, weiter, 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 Mist. Das war ein sehr dummer Tod. Also es war kein Tod, aber es wäre ein Tod geworden, sagen wir es so. Nehmen wir einen anderen Weg, das ist nämlich Bullshit so. Hm. Ja, dann versuchen wir es so. Karte ist irgendwie so verpixelt. Na, das interessiert mich doch gar nicht. Hauptsache halt nicht über diesen Fluss. Dahinter möchte ich gar nicht, weil da müssen wir auch gar nicht hin. Da müssen wir hin. Oh, völlig auf, mir fällt erst auf, dass das jetzt ein Herz ist. Schön. So. So und so. So, irgendwie reisen wir da jetzt. Das wird schon schief gehen. So, genau. Ja, das andere war auch keine gute Idee. Aber ich wollte trotzdem angemerken, dass mit dem Bike ist trotzdem ganz nett, dass es, wie gesagt, so richtig schwachsinnig nach oben fährt. So gehört sich das aber auch. Ich meine, theoretisch müssten wir über den Berg, zeitlich um den Berg rumlaufen. Aber dann laufen wir wieder ins GD-Gebiet. Und hat irgendjemand Lust darauf, ins GD-Gebiet zu laufen? Nö, freiwillig nicht. Ich meine, wie gesagt, die Bedrohung ist ein bisschen weg. Weil am Anfang war das ja wirklich die ultimative Bedrohung. Ist keine Ahnung, wie du mit denen umgehen kannst. Und ich meine, die zu erkennen, ist jetzt auch nicht immer so leicht. Aber jetzt, wo man weiß, wie es geht, jetzt ist das ja wirklich kein so großes Problem mehr. Ich meine, ihr habt ja gesehen, wenn wir halbwegs gut vorbereitet sind, dann machen wir die locker platt. Na, das geht einfach frei. Stehen und so. Ich hab meine Mama. So, komm, weiter. Geht eh viel besser so. Muss ich noch mal kurz schauen? Okay, ja, müssen wir gar nicht da lang. Dann gehen wir da runter jetzt und dann einfach da geradeaus. Das geht schon. Ganz entspannt rollen lassen. Ha, hier kann ja eh nichts. Hier kann ja eh nichts mehr bauen. Weil hier ist ja wieder das chirale Netz zu Ende. Und da beginnt's wieder? Cool. Komm schon! Gib Gummi! Scheiß auf den Schnee! Scheiß auf den Schnee! So, verzeihung und Unterbrechung. Wir cruisen hier immer noch ganz entspannt weiter. Und schon haben wir es geschafft. Haben wir ins Labor. Jetzt leiden wir da noch ganz entspannt runter. Da, da, da. Oder auch nicht. Komm schon. Juda. So, Hartmann, den haben wir bis jetzt immer gehört. Der hat immer nur gesagt, das war immer der, der unsere Pinkelgranaten hergestellt hat. Dann schauen wir mal, wie der hier persönlich aussieht. Ein Kaminotür. Das ist ja richtig Luxus. Lieferung abgeschlossen. Zeige Leistungsbeurteilung.
Beitrittsanfrage erfasst. Warte auf Cupid-Verbindung. Tja, da hast du mich aber wirklich kalt erwischt. Schön, dass du da bist, Sam. Tut mir leid, ich wollte dich nicht erschrecken, aber ich bin nun mal, was ich bin. Ah, bitte, leg sie dort ab. Immer noch keine Spur. Weißt du, dass dein Herz stehen bleibt? Das tut es alle 21 Minuten. Ich verbringe 3 Minuten am Strand und komme zurück. 60 Tode und 60 Wiederbelebungen pro Tag. 60 Chancen am Strand, meine verstorbene Familie zu suchen. So lebe ich. Das ist mein Leben. Und während du beeindruckend oft zur Fuge und wieder zurückgereist bist, war ich etwas öfter am Strand. 218.549 Mal. Ich sehe mich selbst in diesem Krater. Meine Frau und mein Kind. Er hat die gleiche Form wie mein Herz. Die Ärzte nannten es myokardiale Kordiformie. Ich bin ein äußerst ungewöhnlicher Fall. Ich habe Bilder. Willst du Hartmans herzförmiges Herz sehen? Mm-mm. Wirklich, das solltest du. Es liegt nicht in der Familie. Weißt du, ich habe ihren Verlust nie verkraftet. In den Tagen danach ergriff eine Idee von mir Besitz. Dass der Strand real ist und dass sie dort sind. Ich sorgte für einen Herzstillstand. Immer 3 Minuten lang. Und suchte sie. Tag für Tag für Tag. Nur um dich zu verabschieden? Im Gegenteil.
Es heißt, jedermanns Strand sei anders. Und wenn nun auch jedermanns Jenseits anders ist? Der Gedanke jagt mir Angst ein, für alle Ewigkeit allein zu sein. Deshalb habe ich beschlossen, meine Familie zu finden und den Weg mit ihnen zusammen weiterzugehen. Du meinst mit ihnen sterben? Wenn uns der Tod wieder vereint, dann ja. Aber die wiederholten Herzstillstände waren schwer für mein Herz. Der Muskel hat sich verformt. Und nach einer Weile hatte ich dann meinen Spitznamen weg. Der Strandforscher. Hartmann. Ich bin froh, dass wir darüber gesprochen haben. Ein Körper, der nicht nekrotisiert. Kein Anzeichen von Verwesung. Es ist, als sei sie noch lebendig. Die perfekte Mumie. Eine makellose Leiche. Was ist los? Wo ist das andere Ding, das du mitbringen solltest? Ah, gefunden. Sieh mal. Warte, Deadman. Sieht aus wie eine Nabelschnur. Sieht mir menschlich aus, glaube ich. Aber das war keine gewöhnliche Verbindung zwischen Fötus und Plazenta. Sie wirkt eher wie eine GD-Nabelschnur. Und die stammt von Mama? Ja. Ein nicht nekrotisierender Körper und eine mit dem Strand verbundene Nabelschnur. Das sind bemerkenswerte Entdeckungen, Sam. Das bringt mein wundes Herz zum Rasen. 5 Minuten bis zum Herzstillstand. Tut mir leid, dass unsere Unterhaltung gleich enden muss. Ich muss zurück an den Strand, meine Frau und mein Kind suchen. Eine Person, ein Strand. Das ist die Regel. Aber ich bin die Ausnahme. Mein Strand ist mit anderen verbunden. Als wäre das der Vorteil eines koronaren Bypasses. Vielleicht wurde es ja durch mein seltsames Herz möglich. Alles, was ich weiß, ist, dass ich sie finden werde. Selbst wenn jeder Besuch neue Fragen aufwirft, finde ich eines Tages meine Antworten. Eines Tages. 3 Minuten bis zum Herzstillstand. Die Schlachtfelder. Die endlosen Kriege, in denen du gefangen warst. Warum geistern Weltkriegssoldaten ein Jahrhundert nach ihrem Tod über den Strand? Eigentlich ziehen die Seelen der Toten weiter. Der Strand ist nur ein Korridor, den sie auf ihrem Weg zur anderen Seite passieren. Aber wenn Reue, Verbitterung, ein brennender Wunsch danach zu bleiben, wenn diese Gefühle stark genug sind, können sie zusammen einen ganz anderen Strand hervorbringen. Ein gemeinsames Fegefeuer für eine Armee der Verdammten. Clifford Unger. Sein Leid und sein Hass haben, zusammen mit deinem als eine Art Katalysator dienenden BB, diese Schlachtfelder in unsere Welt gebracht. 2 Minuten bis zum Herzstillstand. Bitte an einen sicheren Ort begeben. Es ist nur eine Theorie. Glaubst du, Hex zieht im Hintergrund die Fäden? Kontrolliert sie alle? Nehmen Sie eine stabile Position ein. Ich weiß es nicht. Aber die Hinweise sprechen dafür, dass Hicks sie hergebracht hat. Noch 1 Minute. Bitte halten Sie sich an etwas fest. Oh, bevor ich's vergesse, ich habe eine Bitte an dich. Laborsicherheitsmaßnahmen aktiviert. Könntest du bitte einfach warten, bis ich wieder da bin? Am Strand steht die Zeit still, aber nicht in der Fuge. Keine Sorge. Für dich fühlt sich das nur wie 3 Minuten an.
Wir reden gleich weiter. 5, 4, 3, 2, 1. Und damit ist Hartman tot. Okay. Nun gut, wir werden gleich sehen, ob unser Hartman wieder in 3 Minuten aufsteht. Ein sehr seltsames Schicksal. Und dann würde ich sagen, geht's beim nächsten Mal weiter mit Death Stranding. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Ciao.